Hallöchen, meine liebsten Schminkverrückten und herzlich willkommen zum Freitagsvideo. Happy Friday! Heute komme ich mal mit einer Review zu euch und zwar konntet ihr einen Anfang davon schon auf dem Blog sehen. Und zwar geht es heute um die Weiß 3 Palette von Urban Decay. Die hatte ich mir schon vor einer ganzen Weile gekauft bzw. bestellt mit meinem Geburtstagsgutschein vom Oktober. Und ja, die kam leider an und hatte einen Kratzer und das fand ich nicht so toll, da es sich ja um ein sehr hochwertiges Produkt handelt. Und wer will denn dann schon ein beschädigtes Produkt haben? Ja, jedenfalls bin ich davon ausgegangen, dass die Weiß 3 Palette sich sehr schnell online ausverkauft und auch in den paar Läden von Douglas, wo es die aktuell gibt, auch schnell weg sein würde. Und weil ich Angst hatte, dass ich sie zurückschicken könnte und dann würde ich gesagt bekommen, oh, die ist nicht mehr verfügbar, wir geben dir einen Gutschein. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon die Palette haben. Deswegen habe ich in meiner Filiale in Frankfurt auf der Zell angerufen und gefragt, ob man mir eine zurücklegen kann. Die war noch nicht erhältlich dort und so habe ich dann so 2-3 Wochen gewartet, bis die Palette auch im Laden verfügbar war und habe mir eine zurücklegen lassen, bin hin, habe sie umgetauscht, ging ohne Probleme. Und ja, jetzt habe ich eine unbeschädigte Palette und freue mich wie Sau darüber, denn ihr wisst gar nicht, was das für eine Qual für mich war, wochenlang dieses Teil nicht swatchen zu können, weil ich wollte natürlich kein benutztes Produkt zurückgeben, es ging ja wirklich nur um den Kratzer. Und ja, ich gehe hier mal ein bisschen mehr drauf ein, wie die Qualität ist. Auf meinem Blog seht ihr Swatches, aber ich hatte sie noch nicht aktiv benutzt. Auch den Augenlook, den ich heute trage, habe ich mit der Palette gemacht. Und dazu wird es auch nochmal einen separaten Blogpost geben, in dem ich euch mit diesem hier vier Looks zeigen werde, die ich damit gemacht habe. Und zwar 3 ohne eine Base und den hier habe ich mit einem Primer benutzt, gemacht. Und da gehe ich aber nachher noch drauf ein. Also erstens mal kommt dieses Teil in einer, für die Weiß recht ungewöhnliche Verpackung. Ich habe zwar die anderen Paletten leider nicht, die sahen aber allesamt etwas eleganter aus. Die hier kommt so ein bisschen 80er-Jahre mäßig um die Ecke. Und das Wort Weiß ist etwas herausgestanzt und glänzt leicht. Was ich allerdings, das ist mein erster Kritikpunkt, nicht so schön finde, ist, dass da die 3 fehlt. Also ich finde schon, dass wenn man nummerierte Produkte hat, dass die dann auch nummeriert sind. Das mag ich halt ganz gern. Und hinten drauf sieht man dann die einzelnen Farbnuancen, die so enthalten sind. Und dann packen wir sie mal aus. Nach dem Auspacken seht ihr erstmal ein schönes Stoff. Ja, Beutelchen, so eine Stofftasche und darin ist dann die Palette. Hier ist nochmal das UD für Urban Decay und das Muster zieht sich halt fort. Und dann kommt man zu dem schönen Schätzchen. Und zwar, das sieht man jetzt wahrscheinlich total schlimm, sie ist extrem spiegelig und mega Fingerabdrücke anfällig. Und ich vermute auch, dass sie sehr kratzeranfällig ist. Denn der Kratzer befand sich bei der anderen Palette hier unten. Das war nun ganz kleiner. Und die kam schon so, also die war auch im Stoffbeutel. Ich gehe mal davon aus, das war ein Herstellungsfehler. Jedenfalls ist das Weiß hier sehr schimmerig und glitzerig. Und das Lustige ist, diese Weißpalette erinnert mich wirklich an Miami Weiß. Ich muss an diese 80er-Jahre-Sendung Miami Weiß denken. Wer da noch eine Erinnerung braucht, ich packe euch einfach mal diesen Liedsong davon unten in die Infobox, weil genau dieses Lied ging mir jedes Mal durch den Kopf, wenn ich die Palette gesehen habe. Hinten drauf ist sie grünlich, auch sehr glänzend und reflektierend. Ich muss sagen, das hat so ein bisschen von der Farbe her so einen Charakter von Schutzfolie. Ich will da immer dran rumpiddeln und die Schutzfolie abmachen. Wenn man sie aufmacht, und die ist jetzt schon knistig, weil ich sie benutzt habe, ne, auf dem Blog sieht die dann etwas ordentlicher aus. Ich habe sie fotografiert, wo sie noch nicht benutzt war. Habt ihr dann diese ganzen schönen Nuancen. Und ich werde jetzt nicht großartig weiter die jetzt in die Kamera halten. Ich kann euch mal ein paar swatchen. Also es gibt auch ein Pinselchen, so ein, das mir gerade runtergefallen ist und ich habe keine Lust, das aufzuheben. Jedenfalls ist dort ein doppelseitiger Pinsel, den man tunlichst auch in der Palette lässt, weil die kann man schlecht in irgendein Glas stellen. Okay, also stellt euch mal vor, ich hätte jetzt dann hier so einen Pinsel in der Hand. Warum klatscht mir immer was auf den Boden? Das ist unmöglich. Jedenfalls sind die Farben unglaublich schön. Also ihr habt neutrale Farben, ihr habt ein paar matte Farben, ein schönes tiefes Schwarz ist dabei, sehr schöne
Rottöne sind dabei und im Moment stehe ich auf Rottöne. Und die habe ich auch heute verwendet. Zum Beispiel habe ich benutzt Sonic. Habe ich benutzt. Den mache ich euch mal hier hin. Sonic habe ich verwendet. Dann habe ich noch verwendet Bondage. Ist. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, da ist Bondage. Den habe ich außen verwendet. Und ich habe Bobby Dazzle verwendet. Das ist so ein schöner heller. Na, Grobmotoriker hier heute. So, da. Und ich muss sagen, die Pigmentierung ist unglaublich gut. Allerdings muss ich wirklich sagen, ich teste ja Lidschatten immer als erstes ohne Primer. Weil es gibt ja viele Mädels, die entweder bewusst keinen Primer benutzen wollen oder sich noch nicht so auskennen und gerade anfangen und noch nicht wissen, was ein Primer ist, beziehungsweise einfach noch nicht so die Routine drin haben, einen zu verwenden, wie wir gewohnt Schminkies. Und deswegen probiere ich die immer erst ohne aus. Und da muss ich sagen, versagt die Palette leicht. Die Lidschatten sind alle schön weich, butterig, lassen sich verblenden. Allerdings neigen sie dazu, etwas fleckig zu sein. Und sie haben sehr starken Fallout, je nach Nuance. Und ohne Base haften die Farben nicht unbedingt alle so gut auf dem Augenlid. Deswegen erscheinen die etwas schwächer. Und das ist schade, denn diese Farben sind wunderbar. Und die Lidschatten sind gut, allerdings ohne Primer funktionieren die leider nicht so gut, wie sie in meinen Augen sollten. Zum Beispiel, ihr seht, heute ist der Look ziemlich intensiv und das liegt wirklich daran, dass ich Primer benutzt habe. Damit lassen sie sich wunderbar verblenden und zusammenblenden, ausblenden, verteilen, sehr, sehr gut. Der Fallout ist auch etwas geringer, wenn ihr einen Primer benutzt, muss ich schon wirklich sagen. Ansonsten echt, ich liebe diese Palette abgöttischst. Ich werde auch jetzt nicht mehr riesig drüber schwafeln wollen. Ich wollte sie euch nochmal flott in die Kamera halten, weil wie gesagt, es gibt schon einen Post dazu. Ich werde auch schriftlich, wenn ich die Looks geschminkt habe ich die ja schon, aber wenn ich die Looks in dem nächsten Blogpost eingebunden habe, werde ich schriftlich nochmal so ein bisschen auf Details eingehen und da könnt ihr dann einfach nochmal reinschauen. Jedenfalls ist das für mich auf jeden Fall schon eine Kaufempfehlung, wenn ihr auf Urban Decay steht, wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel jemandem was schenken oder ihr sagt, okay, ich habe Weihnachtsgeld oder ich darf mir was wünschen und ich gönne mir das jetzt mal. Verkehrt könnt ihr damit auf keinen Fall sein. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass sie gut behandelt wird, dass sie nicht zerkratzt, weil ich glaube, die ist da schon anfällig. Primer benutzen und sie halt wirklich auch ganz ordentlich lagern, dann passiert da auch gar nichts. Und ich finde sie einfach eine schöne Palette. Leider habe ich gesehen, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, das war ein paar Tage her, dass sie auf Douglas ausverkauft ist. Auf der Urban Decay Seite ist sie, glaube ich, schon lange ausverkauft. In den Geschäften, ihr müsst mal schauen, in welchen Filialen Urban Decay schon vertreten ist. Kann es sein, dass noch einzelne rumfliegen? Also ich war vor 2 Wochen in Frankfurt und da waren noch ein paar. Allerdings kann ich da echt nicht sagen, ob die noch verfügbar ist. Deswegen alle Angaben ohne Gewähr. Und normalerweise review ich nicht unbedingt gerne Sachen, die schon ausverkauft sind. Aber vielleicht ist es einfach auch interessant für diejenigen unter euch, die die Palette vielleicht schon haben oder wissen, dass sie sie bekommen. Oder die sie halt vielleicht, keine Ahnung, aus den USA mitgebracht bekommen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist das ein unglaublich schönes Produkt. Ich bin so verliebt in dieses Teil. Und ja, was soll man dazu sagen? Preislich ist sie sehr teuer. Also 48 Euro kostet sie. Ich habe sie mit Gutscheinen auf 23 runterbekommen, was zwar noch teuer ist für so ein paar Lidschatten, aber ich finde, wenn es Urban Decay ist, geht das eigentlich. Also ich glaube, wenn alle Paletten von Urban Decay um die 20, 25 Euro kosten würden, hätte ich sie alle. Also wirklich ungelungen alle. Ich bin auch gerade dabei, ich habe mir jetzt auch einen Douglas-Gutschein gewünscht zu Weihnachten und ich liebäugel im Moment mit der Electric-Palette, die ist ja sehr knallig bunt, aber da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es werden aber noch ein paar Produkte folgen, denn Urban Decay ist einfach nur klasse. Ja, das war's dazu. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, falls ich noch etwas rausbringe. Zum Beispiel, ich glaube, den Look-Post gibt es am... Ich muss mal gucken. Es kann sein, dass der schon online ist. Wenn ja, verlinke ich euch den unten. Falls ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffe und am Wochenende ist wieder Blog-Schreibzeit,
Dann verlinke ich euch den Tag hinterher. Dann könnt ihr auf Facebook gucken. Ich werde es dann nochmal ankündigen. Und ja, das war es einfach zu mir. Ich hoffe, mein Look gefällt euch. Den werdet ihr auch noch im Detail sehen. Und ja, lasst mich doch einfach mal wissen, ob ihr die Weißpalette habt, was ihr generell davon haltet. Sie ist ja doch schon so ein bisschen so ein Querschläger, da sie komplett anders ist, also komplett aus der Reihe tanzt optisch. Und da haben einige sich schon so ein bisschen drüber mokiert. Das habe ich mitbekommen. In der Beauty-Community, gerade in Amerika, finden einige die ja nicht unbedingt so prickelnd, weil sie einfach, wie gesagt, ein komplett anderes optisches Thema hat als die anderen Paletten, die schon etwas eleganter und femininer ausgesehen haben. Und wie gesagt, hier bei dem Teil, ich muss immer an Miami Vice denken und das Lied geht mir immer, immer durch den Kopf, wenn ich diese Palette sehe. Ja, lasst mich doch einfach mal wissen, was ihr von der Palette haltet, ob die was für euch wäre. Falls sie doch wieder aufgestockt sein sollte, ich gucke extra nochmal nach, packe ich euch das auch in die Infobox. Müsst ihr einfach mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!